So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Und das letzte Mal haben wir Zombie One hauptsächlich gespielt und dann kurz das Pinball-Ding uns angeschaut. Und jetzt gehen wir in den Avalanche-Modus rein, das auch nochmal wahrscheinlich so ein eigenes Spiel ist. Also durch die Factory müssen wir durch. 5 Coins gilt es zu sammeln. Mal schauen, ob wir sie finden. Ich bin gespannt. Okay. Hier einfach nicht auf das Eis laufen. Einfach nicht auf das Eis laufen. Ich dachte jetzt, es kommt was runter. Aber es kommt was runter. Alles klar. Oh mein Gott. Alles klar. Aua. Das Auto da gefällt mir nicht. Okay, passt. Uff. Wahrscheinlich ist das der Modus. Das geht jetzt die ganze Zeit so. Aber wo sind die Coins? Aua. Habe ich eine Coin schon verpasst? Muss ich mal umdrehen. Schon mal eine Coin. Aua! Lass mich mal kurz hier runter gucken. Nein, ich habe noch keine Coin verpasst. Okay. Das ist jetzt natürlich blöd. Oh, wait, was ist da unten? Der Tod. Das ist ja voll lustig. Das ist natürlich dann auch wieder so was ein Wettrennen eher angeht. Ne? Da hochkommen, das dürfte nicht die große Schwierigkeit sein. Irgendwann schafft man das schon. Oh, der gefällt mir nicht. Der passt. Der passt auch. Der gefällt mir gar nicht. Wow, hi. Okay, und da kommen wir jetzt einfach durch. Ah! Außer natürlich, uns wird so ein Auto entgegengesprungen. Oh nein! Oh no! Oh no! Mist! Ah, wir waren fast oben. Okay, okay, okay. Den kriegen wir jetzt ja. Der Seite passt jetzt. Wait. Ich dachte... Hä? Oh mein Gott. No. Au. Aber hat das jetzt nicht bei den Pfeilen funktioniert? Oder hat es mit dem Pfeil jetzt nicht gepasst? Das war ja komisch. Und dann bin ich dadurch schnell und dann komme ich da durch, weil ich habe ja keinen anderen Weg sonst. Oh mein Gott! Ja, doch, hat schon. Okay, war schon richtig so. Okay, jetzt muss ich. Muss ein bisschen springen zwischendurch. Passt aber alles noch. Wow, was war das? Nicht gut auf jeden Fall. Wow! Nicht auf das Bonusfeld gekommen, was mich dann hochgefördert hat. Oh mein Gott. Was mich hochgefördert hat. Ne, da komme ich nicht hin. Ah doch, da komme ich hin. Ah, man kann wahrscheinlich auf zwei verschiedene Art und Weisen da jetzt hochgehen. Entweder hier an der Seite oder an der anderen. Da war ich erledigt. Versuche doch nochmal die Seite. Ah, haut nicht hin. Komm schon. Yes! Und go! Oh ne. Komm ich nicht. Nee, ich glaube, ich werde den Sprung nicht versuchen.
hier sonst nichts. Ich glaube, der Weg ist schon besser. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Dann passt das. Okay, wir haben es gleich. Yes! Okay, nächste Challenge. Ach, jetzt geht's runterwärts, oder wie? Nee. Ach, hier einfach durch. Okay. Ah, okay, jetzt sind's so... Okay, verstehe. Jetzt ist es die Überquerung, die das Schwierige darstellen soll. Tja. Aber das passt. Das ist nicht das Schwierige gewesen. Gut. Ich kann die Teile sogar fahren, theoretisch. Nicht hier runter sich ziehen lassen. Einfach durch. Okay. We did it. Oh, weia. Okay. Muss man einfach ein bisschen Glück haben, dann passt das. Ah, da ist die Münze. Oh no. Oh no, okay. Stop. Was kommt jetzt? Uff. Advanced und Normal. Yes! So far, so good. Und jetzt? Darüber oder was? Okay. Nice. Dann hier auf die Advanced Formel. Ich gehe natürlich Advanced. Hallo. Hallo. Danke. Hier fehlt mir so ein bisschen die Musik, die wir bei Zombie Run hatten, aber gut. Komm schon! Yes! Yes! Und jetzt? Keine Ahnung. Ah, darüber dann. Okay. Hier rüber. Okay, und hier kann ich erstmal stehen bleiben. Und dann kann ich da rein. Nice! Okay, das ist der Advanced. Null. Ich komm nicht hoch. Oh no. Ciao. Yep. Okay, mal Anlauf. Wie komme ich da denn am blödsten jetzt hoch? Nein. Ich meine, das Gute ist, die sammeln sich da, also ich kann da gar nicht runterfallen. Ah, nice. Einfach durchlaufen. Einen Sprung machen, nicht mehr. Gut, passt. Easy. Jetzt ist der Advanced auf der Seite. Ah, ich hätte jetzt noch hier den Speed haben müssen. Verdammt.
Achso, ich könnte ja auch einfach respawnen klicken. So. Nein, ich werde... Warum gehe ich denn immer nach rechts plötzlich rüber? Das ist ja ungünstig. Ach, wegen dem Eis, ne? Ah, weil ich da nicht so gut steuern kann. Okay. Ich glaube, es geht trotzdem schneller, sich umzubringen. Wenn man dann auch... Hopp. Da kann ich einfach drüber springen. Ah! Ja, gut. Nein! Nein! Das am Stück wäre sick. Also ohne die Zwischenspeicher. Toll. Na, ach komm schon, man hat halt immer nur einen Sprung, das ist blöd. Rüber! Warum hat man keinen Fallschaden? Was an sich ja gut ist. Nice. We did it. Hä? Ah, nice. So. Was ist die nächste Challenge? Ach, hier geht's runter. Hä? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und was nicht? Ich meine, ich sehe die Pfeile. Aber ich verstehe sie nicht. Vielleicht muss ich versuchen, da zu landen. Stopp! Ah, hier rein. Okay. Dann da unten. Okay, stopp. Nice. Und jetzt muss ich... Okay, cool. Coole Map. Jetzt muss ich mir überlegen, was wir als nächstes machen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich häng's hinten dran. Ah, es ist mir zu lang. Viertelstunde. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir gedacht, wir könnten einfach noch ein bisschen Bauen üben eigentlich, ne? Das ist... Weiß ich, ob wir das hier üben oder... Ist eigentlich egal wo, ne? Ich kann doch... Hier kann ich doch... Hier, das ist doch jetzt praktisch der Modus, wo ich auch rumwursteln kann. Ne, hier kann ich, glaube ich, das Gebiet verlassen. Es ist ja nicht die Spielwiese. Das heißt, hier kann ich einfach gehen und... Kann ich nicht. Ah, okay. Muss ich dafür dann erst auf die Insel durch so ein Ding hier?
Und kann dann dort bauen? Oder wie ist das? Weil ich wollte jetzt nicht auf diese flache Quadratinsel da. Das ist irgendwie nicht so. Aber wenn ich jetzt hier auf die Insel gehe, müsste ich da auf jeden Fall bauen können. Hätte ich jetzt vermutet zumindest. Wir werden sehen. In 3 Jahren hat es dann auch geladen. Gut, da hätte ich die Aufnahme natürlich auch danach starten können. Dankeschön. Mein Gott. Das hat gedauert. Hä, liegen jetzt hier überall solche Beachbälle? Was zur Hölle? Ah ne, das ist gar kein Beachball. Ich dachte, das ist auch wieder so ein komischer... Hä? Genau da, den mein... Ist das neu? Das ist doch alles neu irgendwie. Das geht nicht mal kaputt. Hallo, na? Nice. Aber was hat's mit den Wellen auf sich? Was hat's mit den Bällen auf sich? Ich check die Bälle nicht. Was kann man... Warum sind die da? Ich meine, der war ja auch im Spiel vorhin sogar. Ist das einfach so zum Rumhampeln? Das sind die irgendein relevantes Spielelement plötzlich. Kann ich den damit hochschleppen eigentlich? Nein, der geht da nicht hoch. Okay. So. Haben wir hier noch ein bisschen kaputt, dann haben wir genug Material auf jeden Fall. Für bauen. Ich bin ja nur verwirrt, weil hier so viele komische Sachen sind. Das ist alles die gleiche. Gut. Busch brauchen wir jetzt auch nicht. Kann ich den Ball auch abschießen? Nein, der ist unverwundbar. Okay. In Zukunft baue ich mich einfach in so einen Ball rein. Und dann bin ich safe. Gut. Aber ja, zum Bauen bin ich ja hierher gekommen. Angenommen, ich werde jetzt beschossen. Dann müsste ich praktisch ganz schnell Q drücken und mich hier einmal einkästeln. So, dann bin ich erstmal eingekästelt und nehme mein Getränk zu mir oder verstecke mich im Busch oder. Wenn ich jetzt dann möchte... Achso, ja gut, aber ich müsste auch noch ein Dach oben über mich bauen. Das heißt, da muss ich einmal dann ganz schnell hochgehen. Eieiei. So, und wenn ich jetzt möchte, dass da ein Fenster drin ist, dann kann ich G drücken und mache hier, zack, und dann habe ich hier ein Fenster drin, ja? So, zack, zack. Das Problem ist, jetzt kriege ich das hin, aber wenn es dann soweit ist, bin ich dafür wieder zu unfähig. Na? Ist immer das Gleiche. So, dann kann ich das jetzt hier oben wegmachen. Äh,
Oder doch, jetzt ist es weg, genau. Und kann dann sagen, hier, ich möchte höher gehen. So. Aber wie gesagt, guck mal, das dauert alles viel zu lange, wie ich das... Ja, geil, jetzt habe ich mich da eingebaut. Das dauert alles viel zu lange, wie ich das mache. Ist wahrscheinlich auch Routine, aber... Oh, habe ich schon kein Holz mehr? Sick. Aber trotzdem, ist das doch jetzt eigentlich ein Fundament? Das muss doch jetzt einer unter mir nur kaputt machen und dann... stürzt doch hier alles ein. Ich habe doch jetzt nur einen kleinen Turm. Der bricht doch sofort zusammen. Ne? Gut, jetzt könnte ich natürlich dann auch hier praktisch weiterbauen. Wie hat das der eine vorne eigentlich gemacht, als er gefallen ist? Der hat einfach ein... Dings unter sich gesetzt oder was? Das war auch ganz merkwürdig. Das habe ich nicht verstanden. Kann ich das eigentlich auch bearbeiten? Kann ich da auch sagen? Ah. Ach so, weil er nicht mehr aneckt jetzt. Der müsste praktisch anecken. Dann würde da so ein Geländer draußen werden. Okay. Dann hätte ich hier wieder Schutz. Dann könnte ich praktisch sagen... Die weg und dann habe ich hier ein Geländer. Okay. Und dann könnte ich hier sagen, das, das, das weg und dann habe ich da so ein Geländer. Alles klar. Das ist jetzt Quatsch. So muss das sein. Das dann so. Und dann hätte ich jetzt eines außenrum gebaut, ja? Okay. Wollte ich nicht. So, und wenn ich jetzt hier wieder noch einen zusätzlichen Schutz brauche, dann mache ich den hier. Und so. Und dann könnte ich sagen, hier, muss ich das Fenster, muss ich das Stück selbst auswählen, was ich bearbeiten? Ich kann praktisch die Wand nicht bearbeiten, während ich das hier auswähle. Ich muss das hier auswählen und dann kann ich die Wand bearbeiten. Und dann kann ich sagen, hier Fenster. Okay. Oder ich könnte sagen, hier eine Tür. Uff. Und wenn es jetzt jemand von mir angreift, das Zeug. Also zum Beispiel. Ja, das ist schon das nächste Problem, ne? Bis ich jetzt die Waffe wieder gewechselt habe. Ah, mein Gott. So. Dann kann ich praktisch sagen, hier. Ach so. Wenn ich in... Ah. Wenn ich im Waffenmodus bin. F3? Okay, das ist super ungünstig. Das ist ein super ungünstiger Shortcut für mich, weil das müsste ich mit Fn drücken. Da muss ich einen besseren Shortcut. Da müsste ich jetzt Fn und F3 drücken, ja? Ah, okay. Da muss ich nicht in den Modus zurück, sondern da kann ich also direkt... Okay. Ach, cool. Da komme ich direkt dahin. Und ich kann also aus dem Modus kann ich dann direkt bearbeiten. Und reparieren. Da kann ich jetzt drücken H. Und dann repariert er das komplett oder nur ein bisschen. Das dauert auf jeden Fall. In der Zwischenzeit hat er drauf geschossen. So schnell kann ich gar nicht reparieren, wie der schießt, ne? Ja, okay, also reparieren ist... nur ganz, ganz kurz effektiv. Gut.
Und könnt jetzt aber auch aus der Variante, boah, der Busch nervt mich gerade, könnt jetzt aber auch aus der Variante sozusagen sagen, hier, direkt ein Fenster, und ich bleibe aber dann im Bau, im Schussmodus. Ich mache kurz das Fenster rein mit G und bleibe im Schussmodus. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Ich bleibe im Schussmodus. Sehr schön. Gut. Das war auch möglich? Nein, das war nicht möglich. Aber irgendwie sowas war möglich, ne? Nee, hä? Wie war das denn? Ja, so ist klar. Ah, so war das zum Beispiel auch möglich. Dann ist es so ein Tor. Und untenrum was auch. Dann ist das da obenrum auch einfach dicht. Okay. Gut, wenn ich jetzt stürze, wieder eine vorhin. Der hat irgendwie das geschafft, so ganz schön in die Luft was zu bauen. Wie ging das? Ja, das hat schon mal nicht funktioniert. Der hat es irgendwie geschafft, während er gefallen ist, zu bauen. Wie hat er das... Oh nein, wo ist mein... Da ist mein Konstrukt. Wie hat er das gemacht? Der ist ja auch nicht langsam gefallen. Der hat auch nicht seinen Fallschirm... Das hat er alles nicht gehabt. Der hat irgendwie an sein Zeug ranbauen können. Ja gut, jetzt habe ich den... Zeug natürlich eingesetzt. Ja, das weiß ich nicht, wie er das gemacht hat. Und das Problem ist halt auch das schnelle Wechseln. Ne? Ich habe jetzt zwar... Und wie gesagt, das ist jetzt ein Konstrukt, das ist halt super dämlich. Weil da muss ja nur einer hergehen. Und während ich da oben rumwurschtel, wurschtelt der hier unten rum. Das ist nur auf Holz basiert. Und es bricht alles zusammen. Und da ich keinen Fallschirm habe... Rip me. Ne? Rip me. Das war es dann halt komplett. Also da weiß ich noch nicht, wie. Gut, aber so ein Haus lässt sich halt eigentlich echt schnell bauen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Deswegen sehen die dann auch immer so komisch aus, die Teile. Ah, da fehlt jetzt noch die Wand. So. Und jetzt könnte ich aber praktisch hier kurz mein Zeug trinken. Könnte sagen, hier, ich hätte hier gerne ein Fenster, ich hätte hier gerne ein Fenster. Und dann wird schon von hier aus eine Runde. Und hier hätte ich gerne eine Tür. Das ist sogar eine coole Tür. Da kommt man nur durch, wenn man gerade nicht geduckt ist, ne? Oder geht es so auch noch? Ah, es geht sogar noch, okay. Ah, bedingt. Okay. Und wenn ich das vorne eben besser gemacht hätte, ne, wenn ich in dieser einen Situation, wo wir waren, wenn ich dem da einfach so ein Viech reingeworfen hätte, das wäre dann... Ach, dann könnte ich sogar hier aufmachen, das Dach, und könnte da eine Granate rausfeuern. Ah ja. Ja. Wie gesagt, aber das Problem ist immer, das dann in der Situation selbst hinzukriegen, weil da ist dann schon wieder alles vorbei. Aber gut, dann haben wir jetzt wieder noch ein bisschen was Neues gelernt. Vor allem, dass ich das Umändern von Strukturen, das kann ich relativ schnell machen, tatsächlich. Wenn man denn eine Struktur erwischt, die auch erlaubt ist. Das geht recht schnell und ich bleibe in dem Waffenmodus dadurch. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Problem ist halt, sobald ich angeschossen werde, da dann ganz schnell zu wechseln, das wird eine Weile dauern. Ne, ich meine, ich habe das jetzt schnell gebaut, keine Frage. Aber das wird eine Weile dauern, bis ich das hinkriege. Bis ich das dann auch wirklich umgesetzt bekomme. Dann da sofort zu reagieren. Aber ich sehe gerade, ich habe ja da auch noch die Shortcuts. Also Z würde sofort hier das Ding mir herbauen. X holt mir sofort das Ding her. C holt mir sofort die Treppe. Und V holt mir sofort das Dach. Gut, das sind vielleicht nicht die besten Shortcuts. Das soll eigentlich hier unten die Reihe Y, X, C, V sein, ne?
Eigentlich sollte es die. Ach so. Jetzt mal zurückgefragt. Wenn ich da jetzt dann baue, bleibe ich da im. Okay, da bleibe ich aber im Dings-Modus drin. Aber auch hier, das ist jetzt ein Konstrukt, was auf diesem einen Ding da unten basiert. Ich bin hier oben überhaupt nicht sicher. Ne, ich kann jetzt hier mir noch so eine tolle Wand hier bauen. Sobald einer hergeht und unten das Ding wegreißt, stürzt das komplett zusammen. Dann bin ich tot. Cool. Na gut. Aber das dazu. Ich denke, wir sind ein bisschen schlauer geworden. Tatsächlich. Das in der Situation selbst umzusetzen, ist immer eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben ein paar Dinge gelernt. Das ist doch die Hauptsache. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, wir machen irgendwann weiter. Mit einzelnen Runden oder vielleicht ist dann schon wieder ein cooler Modus aufgetaucht. Wer weiß es nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir schauen, wie es die Zeit ergibt. Das Lama hole ich mir. Lama. Lama. Puff. Ich verstehe halt nicht den. Also so teilweise verstehe ich nicht den Sinn von diesen Rissen. Klar, aus einer Situation. Man kommt recht schnell aus einer Situation raus, das ist keine Frage. Aber ja, weiß nicht. I don't know. I don't know. Hui. Oh. Falsche Richtung, mein Freund. Husch. Oh mein Gott, wow. Das zieht ja richtig hoch, wenn man da ein bisschen stärker reinzieht. Ist auch schon wieder so ein Sonnen. Waren die schon immer so hier, die Sonnenschirme? Und ich habe dieses Gebiet noch nie so besonders beachtet, oder ist das. Sind die neu? Ich weiß es nicht. Feuer ist dann. Kann ich Feuer abbauen und das mitnehmen? So als. Nee, aber man kann ja selber so ein Ding bauen, das weiß ich. Ach so, genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Ich kann also. Ich mache den hier und dann kann ich praktisch jederzeit sagen: Falle F3. F3 ist, wie gesagt, super ungünstig dafür. Falle wechseln, dann wechsle ich hier durch, was ich alles habe. Und. Ja. Was ist mit diesem Auto passiert? Oh mein Gott. Halt die Klappe. Okay. Ja gut, dann schließen wir jetzt mal wirklich ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.